Nochmal einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Heute widmen wir uns der Frage, die mir meine polnische Tante Jascha, meine Ciocia Jascha, gestellt hat. Warum ist klassische Musik oft so erhebend? Wie kommt es zu diesen großartigen Wirkungen? Speziell bei der Musik des späten 19. Jahrhunderts ist es ja so, ne? So bei Bruckner, Mahler, Strauss, diesen Wagner, diese großen Werke, die einen so ja, in den Sitz reindrücken und so weiter. Wie kommt es? Wie schaffen die es, uns so zu bahnen? Und das zeige ich Ihnen, das zeige ich meiner Ciocia Jascha, da muss ich das Video dann auf Polnisch übersetzen, aber ich zeige es Ihnen jetzt erstmal allen zusammen. Und zwar an einem ganz konkreten Stück. Es ist immer gut, konkret zu arbeiten. Wir machen das an der 9. Sinfonie von Antonin Dvořák. Dieses Stück ist sehr bekannt, hat den Beinamen Aus der Neuen Welt. Dvořák hat es, ein tschechischer Komponist, Dvořák hat es in Amerika geschrieben, deswegen klingt es an manchen Stellen recht amerikanisch, aber darauf werden wir jetzt nicht eingehen. Wir gehen nur auf diese erhabenen Wirkungen ein. Und dazu habe ich aber eine Bitte an Sie. Dazu sollen Sie sich erstmal zwei Sachen merken, zwei sogenannten Themen merken. Ein Thema ist eine Melodie. In der klassischen Musik, wir nennen das immer ein Thema. Also zwei Themen merken Sie sich. Und zwar ein Thema aus dem ersten Satz, aus dem ersten Teil dieser Sinfonie und ein Thema aus dem letzten Satz. Ich spiele Ihnen erstmal das Thema aus dem ersten Satz vor, das Sie sich merken sollen. Und das wird wohl ziemlich einfach sein, weil dieses Thema sehr bekannt ist. Kennen Sie bestimmt so aus der Werbung oder sowas. Es ist berühmt geworden, das Thema. Das versuchen Sie sich mal zu merken. Ja. Das war also das Thema, das Sie sich merken sollen. Pa, 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 pa. Der Rhythmus ist übrigens amerikanisch. Das hat er aus Amerika genommen. Man nennt es Scotch Snap. Scotch Snap ist ein Rhythmus lang, kurz, kurz, lang. Ba, pa, ba, ba. Ne? Das ist ein Scotch Snap, amerikanischer, eigentlich ein schottischer Rhythmus, glaube ich, den er hier übernommen hat. Also daran können Sie sich auch gut merken. Pa, 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 pa. So. Und jetzt gehen wir zu dem zweiten Thema, das Sie sich merken sollen. Das Thema aus dem letzten Satz. Und bevor dieses Thema kommt, kommt noch ein kurzes Vorspiel. Das brauchen Sie sich nicht zu merken, aber Sie werden es sich merken, denn es wird Ihnen wahrscheinlich auch bekannt kommen, wenn Sie so ein Filmfan sind und den weißen Hai kennen. Sie wissen vielleicht, wie die Musik klingt, wenn der weiße Hai kommt. Boop. 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 Boop, boop, boop und so weiter. Ne? Und das haben die Filmkomponisten wahrscheinlich von Dvořák gestohlen aus der 9. Sinfonie. Das ist nämlich genau der Beginn des letzten Satzes. Und nach diesem kurzen Beginn kommt aber das eigentliche Thema, was Sie sich merken sollen. Ba, 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 ba. Sehr kraftvoll. So, das hören wir uns also an. Am Anfang dieses weiße Hai-Beginn und dann das eigentliche Thema, das Sie sich merken dürfen. Und jetzt. Ja, bei der Uraufführung haben die Leute sofort einen Track gesehen, sozusagen, der von Osten nach Westen zieht und Amerika erobert mit den ganzen Cowboys und so. Das Stück hatte sehr, sehr großen Erfolg schon bei der Uraufführung. So. Was hat das aber mit unserem Thema zu tun? Wieso ist klassische Musik so erhebend? Nun,
Klassische Musik ist häufig nicht zufällig irgendwo erhebend, sondern die Komponisten wissen schon ganz genau, was sie machen. Speziell die Komponisten am Ende des 19. Jahrhunderts. Und sie machen die erhebenden Momente häufig am Ende der Sinfonie. Deswegen werden wir uns jetzt gleich das Ende dieses Stückes anhören, wo es so richtig leidenschaftlich wird und so extrem erhebend. Dafür gibt es sogar einen Fachbegriff. Wir nennen das dann Ganze eine Apotheose. Eine Apotheose ist eigentlich der Moment, das ist so in der Antike, wo der Held, der tote Held, also der Odysseus, der jetzt gestorben ist, und nachdem er tot ist, wird er in den Stand der Götter erhoben. Und dieser Moment, das Erheben in den Stand der Götter, nennt man eine Apotheose. Und man nennt solche Wirkungen auch in der Musik, wenn die Musik plötzlich so wow wird und sie erheben sich quasi mit, dann wird die Musik erheben, dann haben wir eine Apotheose und die zeige ich Ihnen jetzt hier bei Dvořák. Und Sie hören schon dabei bei dem Begriff Apotheose, man wird in den Stand der Götter erhoben, das hat fast religiöse Züge und das kommt schon der Frage nahe, warum, wie ist diese Musik so erhebend. So, jetzt spiele ich Ihnen aber dieses Ende noch einmal vor. Dieses Ende der 9. Sinfonie, wo es dann gleich sehr erhebend wird. Am Anfang, vor dem Erhabenen, wird es noch richtig kämpferisch. Wir haben fast eine Art Gewitter. Wow, da geht es noch richtig zur Sache. Und Sie hören diese beiden Melodien, die Sie gerade gehört haben. Pa, 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 pa und da, 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 da. Sie kommen mal diese Melodie, ich werde Ihnen das mit meinen Händen zeigen. Mit dieser Hand zeige ich immer dieses Ba-Ba-Ba-Ba-Melodie. Die zweite Melodie aus dem letzten Satz mache ich Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta. Mit dieser Hand, so können Sie sich an meinen Händen orientieren. Ich mache dann zwischendurch Schluss, ein Pausenzeichen. Aber jetzt hören wir uns erstmal den Anfang an. So. So, jetzt wird es gleich sehr gewitterig. Jetzt mache ich kurz auf Stopp. Jetzt kommt gleich eine ganz spannende Szene, nämlich ein Riesenchoral. Und dieses Choral, man hat das Gefühl, dieses Choral ist umgeben von Rauch und vom Wasser. Es ist sehr dramatisch. Und übrigens, diese Choral, wenn Sie sich die Sinfonie mal alleine hören, das ist ein Zitat, da zitiert der gute Dvořák sich selbst. Mit diesem Choral beginnt nämlich der zweite Satz, der langsame Satz. Der beginnt mit so einem schweren Blechbläserchoral und diese Choral kommt jetzt wieder, jetzt hören wir uns denn an, sehr dramatisch aufgeladen und dann zieht sich die Musik zurück. So, jetzt kommt der Choral gleich. Und Choral! Und jetzt wurde die Musik immer leiser und jetzt kommt eine spannende Stelle. Nach dem Choral treten die Priester vor, die unsichtbaren Priester. Und jetzt werden Sie sehr sagen, Herr Szymanski, ich habe dieses Stück schon 100-mal gehört, da waren noch nie Priester. Nun, da haben Sie jetzt Ihren Beweis, Sie sind unmusikalisch. Nein, kleiner Scherz. Also, es gibt tatsächlich hier unsichtbare Priester, die über das Thema das aus dem letzten Satz kommen, aber das ist jetzt egal, wir hören nur auf die Priester. Also die Priester kommen und die Musik ahmt nämlich Priester nach. Einen Priester und ein Priesterchor in den Bläsern, das werden Sie gleich hören. Und was machen die Priester? Der Priester sagt sowas wie Kyrie eleison. Daraufhin
erhebt sich die Gemeinde aus ihren Sitzen, das werden sie hören, und antwortet ihm einstimmig, alle zusammen, die ganze Gemeinde, Kyrie eleison. Also sie haben den Priester und dann die Antwort der Gemeinde. Und darauf kommt die große Kommunion, der Höhepunkt des ganzen Werkes, das Ziel des ganzen Werkes. Und was passiert an der großen Kommunion? Erstmal, die Kommunion ist Verschmelzung. Die Zuschauer, die Zuhörer im Konzertsaal verschmelzen alle miteinander. Man verschmilzt auch mit dem Priester und man verschmilzt mit dem Göttlichen. Es ist eine allgemeine Verschmelzung. Und musikalisch verschmilzt das eine Thema mit dem anderen. Die passieren nämlich gleichzeitig. Deswegen sollten Sie sich beide Themen merken. Also ta, 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 gegen ta, 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 ta. Sie verschmelzen beide. Und das ist das Ziel der Sinfonie, eine unglaublich erhabene Stelle. Und dann geht es sofort zu Ende und konzentrieren Sie sich ein bisschen auf den allerletzten Ton. So, jetzt aber kommen wir erstmal zu den Priestern. Achtung, der Priester kommt. Ach, noch nicht, aber jetzt. Das ist er. Priesterchor, Bläser. Die Gemeinde erhebt sich aus ihren Sitzen und wiederholt das einstimmig. Und jetzt kommt die Kommunion. Ja, haben Sie den letzten Akkord gemerkt? Der wird immer leiser, leiser, leiser. Warum? Hier ahmt Dvořák die Akustik eines Kirchenraums nach. Ne? Und nun kommen wir dazu, wieso ist diese Musik so erhebend? Nun, das habe ich Ihnen jetzt gezeigt, weil sie die Dramaturgie einer Messe nachahmt. Denn das sind die versteckten Geschmacksverstärker, die Tricks, mit denen diese Komponisten anverarbeiten. Sie sollen das gar nicht bewusst wahrnehmen, aber unterbewusst nehmen sie das wahr. Diese Musik des späten 19. Jahrhunderts ahmt Religiöses nach, ahmt Religion nach. Und nicht nur die Musik, sie reagiert nämlich auch auf die Baukunst zum Beispiel. Plötzlich werden Konzertsäle gebaut, als wären sie Tempel, mit so vielen Tempelsäulen. Und was machen wir, wir Zuschauer? Wir gehen in ein Konzert, wir ziehen uns gut an, sind ganz still, aufmerksam. Wenn jemand hustet, sind wir ganz böse, wir wollen uns konzentrieren. Und wenn wir rausgehen, sagen wir uns, ach, die Musik hat mir was gegeben, ich bin in einer ganz anderen Welt. Ja, und all diese Momente sind aber typisch gewesen für die Kirche. Man ist früher in die Kirche gegangen, hat sich gut angezogen, hat die Kommunion empfangen und ist in eine neue Welt gekommen, in eine neue Welt eingegangen und hat gesagt, ich bin jetzt in einer ganz neuen Welt. Und mit den Zeiten, wo sozusagen die Kirche und die Religion immer mehr an Kraft verloren hat, die Leute immer weniger glaubten, hat eigentlich die Kunst diese Aufgabe übernommen. Und jetzt gehen die Leute in die Kunst, ins Konzert, um genau diese religiösen Gefühle zu bekommen, die die Komponisten ihnen liefern mit den Apotheosen. Und wissen Sie, wo die anderen Leute hingehen, die nicht in Klassikkonzert gehen? Zum Beispiel in ein Fußballstadion. Da singen sie auch ihre Choräle, nämlich ihre einfachen Lieder. Die Lieder, das sind die Choräle. Alle Leute sind eine Gemeinde. Und da vorne werden irgendwelche quasi religiösen Akte geschlossen und alle verschmelzen miteinander, alle Fußballfans, ne? Der Arme, der Reiche, der Dumme und der Doktor, sie sind alle eins, ne? In der Kommunion. Ne?
aber auch auf einem Popkonzert verschmelzen auch alles. Es sind immer die gleichen Geschichten. Und deswegen ist aber auch die Klassik so, die arbeitet so und deswegen ist die Klassik häufig erhebend. So, liebe Tjotja Jascha, ich hoffe, du hast es verstanden. Do widzenia. Und auch Ihnen wünsche ich Ihnen erstmal einen wunderschönen guten Tag und machen Sie es gut und gern bis zum nächsten Video. Dankeschön. Und stellen Sie mir Ihre Fragen. Willkommen bei Klassik Unfrisiert.